Sehr geehrte Frau Stadtverordnetenvorsteherin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste auf der Empore, lassen Sie mich zuerst einen Blick und einen auf die letzte Diskussion von der Stadtverordnetenversammlung im November werfen. Dort hieß es, wir haben alle inzwischen erkannt, dass angesichts des Klimawandels und der 10.000 Feinstaubtote eine Verkehrswende notwendig ist. Nur eine Umweltzone wollten Sie nicht. Maßnahmen aus dem Fördertopf des Dieselgipfels wollten Sie auch nicht vorstellen. Ein Umsetzungsprogramm für lufthygienische Maßnahmen wollen Sie auch nicht. Über eine Konzeption zum Nulltarif wollen Sie auch noch nicht nachdenken. Aber eine Verkehrswende wollen wir alle. Von schönen Worten wird die Welt nicht schöner. Angesichts der enormen sozialen und ökologischen Herausforderungen, vor denen wir stehen, brauchen wir radikale Maßnahmen, um tatsächlich zu einer Verkehrswende zu gelangen. Aber ganz konkret zum Antrag. In Kassel haben wir große Probleme mit der Luftbelastung. Nicht umsonst gibt es einen Luftreinhalteplan, zumindest auf dem Papier. Wir müssen etwas gegen die Lärmbelastung tun. Hier gibt es einen Lärmminderungsplan. Nicht umsonst hat sich der Runde Tisch Lärmschutz gegründet, an dem sich immer mehr Ortsbeiräte beteiligen. Dort werden wichtige Forderungen, etwa nach Lärmschutz, aufgestellt oder gegen den sechsspurigen Ausbau der A49, die alle unterstützenswert sind. Dennoch ist es eine Illusion, dass das in den Griff zu kriegen ist, wenn weiter Autobahnen ausgebaut werden. Damit es nicht lediglich Maßnahmen zur Verschönerung am Ende der Leitung sind, stellen wir heute diesen Antrag. Denn mehr Autobahnen führen zu mehr Verkehr, zu mehr Fahrzeugen, die Lärm und Abgase verursachen. Ist es uns ernst mit dem Gesundheitsschutz? Ist es uns ernst mit dem Lärmschutz? Ist es uns ernst mit dem Willen, gerade im Kasseler Becken saubere Luft zu atmen? Dann müssen wir uns überlegen, wie wir die Verkehrsmenge senken. Wir sprechen uns daher gegen den weiteren Ausbau und Neubau der Autobahnen in und um Kassel aus. Der Magistrat soll in allen Verfahren zum Ausbau von Autobahnen auf die Verringerung der Gesamtbelastung an Luftschadstoffen und Lärm einwirken. Das heißt Autobahnausbau stoppen. Alle sagen ja auch immer, sie sind für den Erhalt der Autobahnstrecke Kassel-Ost. Dann heißt das Nein zum Autobahnausbau. Halbe Sachen wird es dort nicht geben. Da finde ich die Regelungen, die es gibt, damit nicht zu viele Abfahrten hintereinander sich rein, auch richtig. Sie wollen die Anschlussstelle behalten, dann setzen sie sich gegen den Ausbau der Autobahnen ein. Bei der A44 in Richtung Osten ist kein Ausbau gerechtfertigt. Es gibt Alternativen nördlich und südlich. Weniger als 20.000 Autos täglich werden in diesem Abschnitt gemessen. Das ist in etwa das, was an der Altmarktkreuzung jeden Tag fährt. Hier die Autobahn auszubauen, kostet nur und belastet die Umwelt. Deshalb Autobahnausbau stoppen. Sie wollen nicht, dass die LKWs über die A49 nach Süden fahren und über die Südtangente rollen? Auch dann müssen Sie gegen den Autobahnausbau stimmen. LKWs werden diese Strecke bevorzugen. Das Navi wird Ihnen schon sagen, wo es lang geht, und dann ist der weitere Ausbau dort auch schon absehbar. Es gibt manche Strecken, wo der Ausbau schon realisiert wird, und nicht jeden wird man verhindern können. Das sehen wir auch. Bei diesen Strecken gilt es, auf wirksame Maßnahmen zu bestehen. Bei anderen Strecken gilt es, frühestmöglich deutlich zu machen, dass wir gegen den Ausbau sind. Denn mehr Verkehr heißt mehr dreckige Luft, heißt mehr Lärm und schadet der Gesundheit. Wir werden ja gerne immer von anderen Fraktionen als die Blockierer beschimpft, wenn wir halbgaren Anträgen nicht zustimmen. Aber wenn Sie heute diesem und auch keinem der weiteren von uns zustimmen, dann sind eindeutig Sie heute die Blockierer. Eine tatsächliche Verkehrswende heißt aber eben nicht weiterhin der Autolobby den Freifahrtschein zu geben, sondern konkrete Maßnahmen zum Ausbau des ÖPNV, der Radwege und zum fahrschadenlosen Nulltarif zu unternehmen. Und wenn Sie da nicht auf uns hören, dann hören Sie auf die Senioren, die das heute ja in dem Bericht auch deutlich gemacht haben und diese Vorschläge ja auch angebracht haben. Daher Gesundheitsschutz ernst nehmen, Autobahnausbau stoppen, heißt unserem Antrag zustimmen. Dankeschön.